herzlich willkommen von der IJS 2019 in München. Ich bin Ann-Kathrin Klose und unterhalte mich heute mit Franziska Hinkelmann von Google über das Thema WebAssembly. Hallo Franziska. Hallo Ann-Kathrin. WebAssembly ist ja noch ein relativ neues Konzept, das vielleicht einfach nicht jeder kennt. Kannst du einmal kurz erklären, worum es dabei geht? Ja klar, also ich sehe gerne WebAssembly oder auch WASM abgekürzt, ist ein Portable Binary Format for the Web für den Browser. Also es ist portable, das heißt, es ist egal, wir sind betriebssystemunabhängig, es ist egal, welchen Prozessor wir haben, das macht das alles wesentlich einfacher. Es ist ein Binary Format, also es ist keine Programmiersprache, wo man jetzt die Syntax lernen kann, außer zum Debuggen, aber es ist eigentlich nicht das, was wir schreiben, sondern es ist binär. Und wir verwenden andere Sprachen, die wir dann zu WebAssembly in dieses Binärformat kompilieren. Und es ist for the web, also es läuft im Browser. Eigentlich hatten wir bisher nur JavaScript als dynamische Sprache im Browser. Und da kommt eben jetzt WebAssembly als große Erneuerung, dass das eine Alternative oder eine Ergänzung zu JavaScript ist. Das klingt nach einem spannenden Konzept. Was wäre denn so ein typischer Anwendungsfall, wo man auf WebAssembly setzen sollte? Also das große Ziel von WebAssembly ist die Effizienz und die Performance. JavaScript gibt uns wahnsinnig viele Möglichkeiten, aber durch diese vielen Möglichkeiten und da es eine Scripting-Sprache ist, hat es eben doch gewisse Performance-Grenzen, zumindest wenn man nicht gleichzeitig die Größe unendlich aufbläst, was gerade auf dem Handy nicht geht. Und das ist die große Stärke und das Ziel von WebAssembly. WebAssembly ist weiterhin in der Entwicklung, dass es eben sehr performant und effizient ist und daher für alles, was rechenintensiv ist, also Videos editieren, Gaming, Image Recognition, also wo wirklich sehr viel gerechnet werden muss, Virtual Reality oder auch wissenschaftliche Simulationen, dass man die mit WebAssembly zu WebAssembly auslagert, statt sie mit JavaScript zu machen. Das sind gute Anwendungsfälle für WebAssembly. In deiner Keynote später geht es ja auch um WebAssembly in Node. Wie weit fortgeschritten ist die Implementierung da denn? Also der WebAssembly-Compiler, den es in allen großen Browsern gibt, der ist in Chrome im V8 JavaScript-Compiler enthalten und Node embedded V8, um eben JavaScript in der Node-Runtime laufen zu lassen. Und somit hat Node automatisch fast alles, was WebAssembly im Browser kann, weil es eben V8 hat. Das ist immer minimal ein paar Wochen hinterher, weil wir einfach in Node nicht ganz so schnell V8 embedden wie Chrome wegen unserem Release-Prozess. Es ist ein kleines bisschen hinterher und teilweise sind bestimmte Sachen nur im Browser verfügbar und noch nicht in Node, aber es ist relativ nah an dem, am gleichen Stand von WebAssembly, den man auch im Browser zur Verfügung hat. Und um weiter bei deiner Keynote, bei deinem Thema dort zu bleiben, WebAssembly und C++ ist da der Vergleich, den du gegenüberstellen möchtest. Wo liegen denn da die Unterschiede in Node? Also performancemäßig versucht WebAssembly fast native Performance zu haben, also genauso schnell wie C++ zu sein. Und in Node hat man ja die Möglichkeit, C++ Add-ons zu schreiben. Also man kann Code in C++ schreiben, braucht dann ein kleines bisschen Schnipselcode, um zu erklären, wie die Bindings sind für diesen C++-Code, aber das shippt man dann als ganz normales Modul über NPM und die Nutzer merken fast gar nicht, dass es kein JavaScript-Modul ist. Wenn man es verwendet, fühlt es sich genauso an wie JavaScript. Der einzige Unterschied ist, wenn man das Modul installiert, läuft ein bisschen mehr, weil der C++-Code kompiliert wird. Also wer schon mit Node gearbeitet hat, der weiß, manchmal gibt es diese sehr unangenehmen NPM-Fehler, weil ein natives C++ Add-on nicht kompiliert werden kann. Und also wie gesagt, in Node hat man die Möglichkeit, mit C++ zu arbeiten. Deshalb ist WebAssembly für Node gar nicht unbedingt so spannend, denn wenn wir diese native Performance brauchen, können wir direkt C++ nehmen und müssen nicht fast native Performance mit WebAssembly simulieren. Aber je nachdem, woran man arbeitet, gerade wenn man den Code eben im Frontend verwenden möchte, dann kann man direkt mit WebAssembly arbeiten und hat nicht im Backend C++ und im Frontend WebAssembly und dann kleine subtile Fehler, die sich einschleichen, die eben doch durch die Kompilierung zu WebAssembly kommen. Und ein großer Vorteil ist, dass man dieses Problem umgeht, dass man diese Kompilierungsprobleme umgeht beim Installieren des NPM-Moduls. Also weil WebAssembly eben portable ist, hat man gerade nicht die Probleme, die man hat, je nachdem, wo man das C++-Modul laufen lässt. Du würdest aber ja schon sagen, dass es auch Fälle gibt, wo C++ weiterhin die bessere Wahl wäre. Ja, definitiv.
Also man sollte nicht einfach immer auf WebAssembly setzen. Nein, also ich würde gerade sagen, solange das strikter Backend-Code in Node ist, würde ich bei C++ bleiben. Wenn es im Browser laufen soll, dann kann ich eben kein C++ nehmen und dafür wurde WebAssembly entwickelt. Und es ist auch nicht nur so, dass man nur C++ zu WebAssembly kompilieren kann, also C, C++ und Rust, das sind im Moment die Hauptsprachen, aber es gibt auch Compiler für Lua oder Java, sodass man dann seinen Java-Code nehmen kann und zu WebAssembly kompilieren kann. Das klingt alles ja auch ganz spannend und nach ganz vielen neuen Möglichkeiten. Welches Potenzial siehst du denn in WebAssembly? Wird sich da nochmal eine Trendwende in Sachen WebTech mit ergeben? Also ich sehe WebAssembly als großartige Ergänzung zu JavaScript. Es wird sicherlich nicht JavaScript ablösen. JavaScript hat einfach wahnsinnig viel Anwendungsfälle, eine super Community und dementsprechend auch viel Libraries und Frameworks, die es einem wirklich einfach machen, einzusteigen. Und WebAssembly ist auch nicht für alles geeignet. Also eine Webseite mit viel DOM-Manipulation, das wird mit WebAssembly furchtbar langsam werden. Dafür ist es gar nicht gemacht und da wird man weiterhin JavaScript nehmen. Und oftmals ist JavaScript auch vom Debuggen, dadurch, dass es nicht compiled ist, etwas einfacher zu handeln. Aber durch WebAssembly haben wir ganz neue Möglichkeiten im Browser, eben wirklich Gaming im Browser laufen zu lassen, weil wir jetzt diese Performance haben. Das ist ein spannender Bereich. Vielen Dank für das Interview. Danke schön.